أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن ولا الأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا
جهنم الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب الحمد لله Wir danken Allah subhanahu wa ta'ala für diese Religion. Wir danken Allah für die Rechtleitung. Wir danken Allah für den Islam. Wir danken Allah, dass wir zu den Betenden gehören. Wir danken Allah, dass wir hier für ihn, um sein Wohlgefallen, sitzen. Wir danken Allah, dass er uns auswählt, dass wir zu den Moscheenbesuchern gehören und nicht zu den Kneipenbesuchern oder andere Orte, wo du kein Hasanat bekommst, noch mehr Last und Krankheiten vielleicht. Alhamdulillah, es ist nicht selbstverständlich. Wir danken Allah, dass er uns einen Verstand gegeben hat, womit wir denken und nachdenken können. Wir danken Allah für die Gesundheit, für seinen Huld, für seine Gnaden. Wallahi, ohne Allah wären wir verloren. Wir wären auf der Irre. Vielleicht wären wir Buddhisten oder Feueranbeter oder Kühenanbeter. Aber durch seine Rechtleitung sind wir gerettet. Nur durch seine Barmherzigkeit. Es ist nicht selbstverständlich. Deswegen, wir danken Allah für die Rechtleitung und bitten ihn gleich, auch dass er uns diese Gabe bewahrt. Bis zum Tod, bis zum letzten Atemzug. Denn es ist nicht selbstverständlich, dass du auf den Islam stirbst. So viele haben gute Vergangenheit, kurz vor dem Sterben, 2 Monate, 2 Jahre vorher, alles weg und dann starb er auf schlechtem Weg. Deswegen, wir beten Allah, dass er unser Ende gut macht. Dass wir ein gutes Ende am Ende unseres Lebens haben, dass wir auf seinen Weg sterben. So wie Yusuf gebetet hat. Yusuf, der Prophet, ein Prophet, er hat Angst, dass er nicht auf dem Weg stirbt. Er sagt, Rabbi qad ataytani min al-mulk wa'allamtani min ta'wil al-hadith fatir as-samawati wal-ard أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين Oh mein Herr, du hast mir so viel Wissen gegeben, so viel von deinen Gnaden, du hast mir Reichtum gegeben, du Erschaffer der Himmel und der Erde, was willst du? Lasse mich Muslim sterben. Ein Prophet sagt sowas. Lasse mich bitte Muslim sterben. Lasse mich Muslim sterben, denn er weiß nicht, ob sein Ende gut ist. Deswegen muss ein Muslim immer, niemals in Sicherheit, sich in Sicherheit fühlen und sagt, ich bin auf dem Weg und bleibe auch so. Fühl dich niemals so. Und heute geht es darum, das Thema von heute geht es darum, denn ich habe einen Vers gelesen. So viele Muslime lesen diesen Vers und gehen vorbei, denn sie verstehen nicht richtig, was drin ist. Auch die Wissenden unter ihnen. Natürlich, wenn man nicht zu den Gelehrten zurückkehrt und zu den Tafsir und zu der Sunna, dann kann man diese Vers nicht gut verstehen. Wie lautet der Vers? Nummer 266. Jetzt werde ich den Vers mit ganz deutlichem Deutsch sprechen. Normales, verständliches Deutsch. Und dann überlegen wir mal, was das ist. Allah sagt, wünscht einer von euch,